So, herzlich willkommen zum Waldkurzwissen, Waldrecht-Kurzwissen, so rum. Und diesmal Sachsen aus der Froschperspektive. Das hat nichts damit zu tun, dass Sachsen es verdient hätte, aus der Froschperspektive gefilmt zu werden, sondern weil ich irgendwie anders die Kamera mal hinstellen muss, damit ich anders mal sitze. Ja, Sachsen ist ein Freistaat, damit aber nicht mehr frei als alles andere. Betreten, Standard. Verjüngungsflächen dürfen nicht betreten werden, ansonsten alles andere abseits der Wege kein Problem. Sammeln von Walderzeugnissen im üblichen Rahmen, wie überall sonst auch, der Handstrauß. Holz sammeln, das ist halt eben diese kleine Besonderheit, darf man auch sammeln. Allerdings nicht besonders viel, also nicht so sehr wie zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern, sondern auch nur in Form von einem Handstrauß. Also eine kleine Menge für den persönlichen Bedarf, ein bisschen Anmachholz für den Ofen daheim oder ähnliches. Das dürfte man zum Beispiel jetzt sammeln. Was darüber hinausgeht, da braucht man dann schon wieder einen Holzleseschein, den man auch in Sachsen entsprechend bekommen kann. Ich möchte an dieser Stelle noch kurz erwähnen, das tut zwar eigentlich nichts zum Thema, aber ich habe nur positive Erfahrungen bisher mit Sachsenforst gemacht, also dem Landesforstbetrieb von Sachsen. Die sind eigentlich für, sagen wir mal, individuelle Sonderwünsche von Waldbesuchern meistens in meiner Erfahrung nach sehr, sehr aufgeschlossen. Also den Leuten, mit denen ich bisher da was zu tun hatte. Also das ist wirklich ja, besser, als ich sonst irgendwo positive Erfahrungen mit den Waldobrigkeit gemacht habe. Also Sachsenforst, da muss ich wirklich ein Lob aussprechen. Dann das Thema Feuer. Da braucht man eine behördliche Genehmigung. Außer man ist der Waldbesitzer und so weiter und so fort. Und eine behördliche Genehmigung ist, wenn man nicht der Waldbesitzer ist und etc. und so weiter und so fort, quasi nicht zu bekommen. Außer bei öffentlichen Feuerstellen natürlich. Das gilt ja eben überall. Also in jedem Bundesland, wenn es eine öffentliche, behördliche, genehmigte Feuerstelle gibt, dann darf man die auch meistens benutzen. Manchmal muss man es noch anmelden. So läuft das ab. Thema Rauchen. Nö, darf man nicht. Außer man ist der Waldbesitzer oder der Jäger. Lustigerweise nur der Waldbesitzer oder der Jäger. Wer im Wald irgendwie sonst wie angestellt tätig ist oder sonstige Arbeiten verrichtet, der darf nicht rauchen. Warum das? Keine Ahnung. Das ist ein bisschen seltsam. Aber gut, so ist es halt. Thema Zelte. Das ist sogar ganz, ganz schwierig. Also vielleicht ist Sachsen dann doch eher streng, auch wenn es zusätzlich noch ein bisschen Holz sammeln erlaubt. Nämlich Zelten ist deswegen so ganz, ganz schwierig, weil man muss es doppelt genehmigen. Einmal der Waldbesitzer und die Behörde müssen sagen, dass gezeltet werden darf, damit tatsächlich gezeltet werden darf. Und jetzt bin ich doch schlecht zu sehen und mache den Rest mal in Handhebekamera, auch wenn es wackelt. Ja, Rauchen hatten wir angesprochen, Zelten hatten wir. Schlafen darf man, das ist jetzt auch nicht die große Schwierigkeit. Oh, da kommt mein automatisches Schwebestativ und übernimmt die Kamera. Praktisch. Ja, also wie gesagt, schlafen auch nicht so das Problem. Abseits der Wege irgendwo bivakieren, das klappt. Und dann hat man noch vergessen, Fahrradfahren, da darf man auf Wegen, ausgenommen ausgewiesene Sportwege, Wanderwege, und irgendwelche Lehrpfade zu egal welchem Thema. Also meinetwegen ein geologischer Lehrpfad, ein Waldlehrpfad, ein Herz-Kreislauf-Erkrankungen-Lehrpfad, scheißegal, Lehrpfade, darf man generell nicht drauf Fahrrad fahren. Ja, und das war es auch schon mit Sachsen. Sachsen ist eigentlich relativ simpel, ja vielleicht doch eher etwas streng als durchschnittlich, aber immerhin darf man ein bisschen Holz sammeln. Das ist doch mal was, ne? Tschüss.